Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich möchte mich sehr herzlich bei der Fraktion der Grünen dafür bedanken, dass Sie dieses Thema hier wieder auf die Tagesordnung gebracht haben. Denn in der Tat, lieber Belet Onay, ist bei der Beratung des Datenschutzgesetzes zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung einiges so ziemlich daneben gegangen. Nicht nur, dass die Beratung eine Katastrophe war, nur um irgendwelche imaginären Fristen einzuhalten, wurde das Gesetz hier durchgepeitscht, sondern es ist auch inhaltlich und handwerklich schlecht gemacht. Da möchte ich Ihnen absolut zustimmen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Punkt, den Sie in Ihrem Gesetzentwurf rausgreifen mit der Frage der Sanktionen gegenüber öffentlichen Stellen, ist einer, der uns ja schon in den Ausschussberatungen beschäftigt hat. Und wir als Freie Demokraten unterstützen den Ansatz, den die Grünen hier in dem Gesetzentwurf aufgebracht haben, dass die Landesdatenschutzbeauftragte auch die Möglichkeit bekommen soll, gegenüber öffentlichen Stellen wirksame Sanktionen zu verhängen. Es ist doch tatsächlich so, liebe Frau Kreiser, wie der Kollege Onay das gesagt hat, mit freundlichen Hinweisen der Landesdatenschutzbeauftragten gegenüber kommunalen Verwaltungen beispielsweise oder anderen öffentlichen Stellen ist es halt leider nicht getan. Wir erleben doch in der Praxis auch heute schon, dass auch öffentliche Stellen datenschutzrechtliche Probleme haben. Und wenn die nicht abgestellt werden nach einem Hinweis einer Datenschutzbeauftragten, ist es doch richtig, dass dann auch das Instrument einer Sanktion durch die Landesdatenschutzbeauftragte auch gegenüber öffentlichen Stellen verhängt werden soll. Es ist doch falsch, dass öffentliche Stellen anders behandelt werden als private Stellen, sondern sie müssen ganz genauso behandelt werden. Diese Gleichheit wäre ein richtiger Schritt. Deswegen unterstützen wir die Forderung der Grünen an dieser Stelle. Auch über die Frage, wann darf denn die Landesdatenschutzbeauftragte in Strafverfahren datenschutzrechtliche Überprüfungen vornehmen, könnte man aus unserer Sicht durchaus noch einmal diskutieren. Aber all diese Fragen bleiben doch letztendlich zahnlose Tiger, wenn wir eine Landesdatenschutzbeauftragte weiter so stiefmütterlich behandeln, wie das diese Landesregierung tut, und sie so schlecht ausstatten mit Stellen, verehrte Damen und Herren. Man kann der noch so viele Aufgaben zuweisen, noch so viel Gutes von ihr einfordern. Wenn der Landesdatenschutzbeauftragten nicht die geforderten Stellen zugewiesen werden, kann sie diese Aufgaben nicht erledigen, und der Datenschutz bleibt ein zahnloser Tiger. Das ist die eigentliche Herausforderung, lieber Kollege Lechner. Und da bringen auch Pressemitteilungen überhaupt nichts, so nach dem Motto, die FDP hat ja Unrecht, wir haben denen doch Stellen zusätzlich gegeben. Ja, verehrte Damen und Herren, 1,5 zusätzliche Stellen. Das ist doch lachhaft, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das ist lachhaft, lieber Herr Kollege Lechner. Wenn wir uns angucken, dass allein die Frage, die von Ihnen ja auch aufgebracht wurde, wie kann eigentlich die Landesdatenschutzbeauftragte Vereine im Umgang mit der Datenschutzgrundverordnung besser schulen, besser beraten und Ähnliches. Wenn wir allein dieses Thema betrachten, dann sind Ihre 1,5 Stellen längst weg. Und bei diesen 1,5 Stellen waren eigentlich dafür vorgesehen, die anderen Aufgaben, die mit der Datenschutzgrundverordnung noch für die Landesdatenschutzbeauftragte auf Sie zugekommen sind, diese damit abzuarbeiten. Von daher sage ich Ihnen hier sehr, sehr klar, wenn Sie das ernst meinen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie wollen, dass Vereine geschult werden und dass Vereine beraten werden von der Landesdatenschutzbeauftragten, dann müssen Sie im zweistelligen Bereich zusätzliche Stellen bei der Landesdatenschutzbeauftragten schaffen, damit sie das abarbeiten kann. Das wäre der richtige Weg, den wir auch als Freie Demokraten einfordern, meine Damen und Herren. Und ich möchte abschließend, Frau Präsidentin, noch einen Satz sagen zu der bevorstehenden Weiterberatung des Polizeigesetzes. Wir werden ja wohl in der kommenden Woche, so wie es aussieht, uns dann über das Fortgehen beim Polizeigesetz beraten, gemeinsam im Innenausschuss, sage ich mal ganz neutral. Und eine der zentralen Fragen, die sich dort weiter stellt, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich in Niedersachsen mit dem Staatstrojaner um? Und die Anhörung hat gezeigt, durch Sachverständige, die dort kundig sind, kundiger übrigens als wir alle zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Letzter Satz, bitte. Ich bin gerade dabei, verehrte Frau Präsidentin. Diese Anhörung hat gezeigt, dass es eben aus verfassungsrechtlichen Gründen rechtlich und technisch nicht möglich ist, den Staatstrojaner so auszugestalten, dass der Kernbereichsschutz, der verfassungsrechtlich gewährleistet sein muss, auch gewährleistet bleibt. Deswegen wäre das Richtigste, diesen Bereich, diese Paragraphen aus dem Polizeigesetz zu streichen. Wir sind gespannt auf die Anhörung und die Beratung dazu im Ausschuss. Vielen Dank. Sind die bekannten Bandwurmsätze.